So, es ist Sonntagabend, das heißt, der Ben hat einen neuen Podcast für euch und heute schließt sich endlich der Kreis unserer Klassik-Physik-Athleten für den Mr. Olympia. Das heißt, nach Urs Kalesinski und Mike Sommerfeld habe ich heute den dritten im Bunde bei mir und den würde ich euch jetzt gleich erstmal vorstellen. Er ist 30 Jahre jung, alt, keine Ahnung, so zwischendrin, okay? So, er hat in 2015 die Arnold Classic bei den Junioren gewonnen. Er wurde auch 2015 deutscher Juniorenmeister. Dann in 2018 wurde er deutscher Männermeister. Und in 2020 hat er die FIT-Parade in Budapest gewonnen. Er hat den Gesamtsieg gemacht, wo er seine IFBB-Pro-Karte erhalten hat. Dann in 2022, also dieses Jahr, hat er bei seinem Profi-Debüt, ja, die Pittsburgh Pro Classic gewonnen. Wow, hier ist der Alexander Westermeier. Hey. Danke, ehrt mich. Naja, Ehre, wem Ehre gebührt, ne? Also es muss schon so sein, ne? Okay, gut. Dann, ja, wie hat es sich, ich fange mal direkt an, bevor wir jetzt ganz zurückgehen, wie hat es sich denn angefühlt, als du die Pittsburgh Pro Classic gewonnen hast? Wie war das? Wie war dein Gefühl? Wie hast du dich gefühlt? Also, so, ist es jetzt wirklich so? Ist es jetzt wahr? So, schon erstmal überwältigt gewesen. Im Vorfeld, ich habe schon im Vorfeld schon mitbekommen, dass das wahrscheinlich auf den ersten rausläuft nach der Vorrunde. Mhm. Da habe ich dann viel Feedback schon bekommen von Zuschauern, bekannten Athleten, die vor Ort waren. Aber auch wenn andere das dann einem sagen, hey, du wirst gewinnen heute, dann willst du das nicht so wahrhaben, sondern erst so, jetzt wart erst mal ab, so hey, die Serie kommt noch, es kommt noch ein Finale. Ja. Dann hat es dann im Finale, wie gesagt, dann gewonnen und ja, erstmal so Erleichterung natürlich, alles hat genau so geklappt und dann gleich wieder vollen Fokus auf den nächsten Wettkampf. Ja, aber es ist schon der absolute Hammer, wenn du bei deinem Profi-Debüt gewinnst, das machen ja also wirklich die wenigsten, selbst der Urs hat es nicht geschafft, also da muss ich echt meinen Hut vorziehen, das ist so mit einer Linie, so mit Flex Wheeler und diese ganz großen Typen, die so direkt ihre erste Pro-Show gewonnen haben. Also ist schon der Hammer. So, dann muss ich aber direkt mal fragen, um das direkt hinten dran zu hängen, was ist bei der New York Pro dann schiefgelaufen? Denn den du geschlagen hast in Pittsburgh Pro, der eigentlich auf dem dritten Platz war, hat ja dann die New York Pro gewonnen. Was war da mit deiner Farbe? Irgendwas war da total scheiße mit deiner Farbe. Erzähl uns mal. Also mit der Farbe war nichts scheiße. Das hat schon gepasst. Nee? Okay. Erstens also der Neil Curry, der hat halt, ich sage jetzt mal so, für Pittsburgh, gehe ich mal davon aus, haben sie auch ein bisschen was falsch gemacht. Er war in Pittsburgh sehr flach, er wirkte klein und in New York haben sie es richtig gemacht. Da war der Neil Curry da, wie er dastehen kann und war gute 10% besser. In meinem Fall, ich habe mich eher um 5% verschlechtert. Wir haben halt geguckt, es war der, sagen wir, Pittsburgh war nicht unter den besten Voraussetzungen gestanden. Ich bin erst am Dienstag rübergeflogen und am Freitag war bereits der Wettkampf. Yeah. Und mit dem Flug, dann ist da halt noch was bisschen dazwischen gekommen, beziehungsweise wir haben unseren Anschlussflug nicht mehr erreichen können. Das ist, ich bin das erste Mal nach Amerika. Und dann sind wir in New York an diesem Immigration Airport gelandet. Und dann wirst du da erstmal so durchgecheckt, so auf Fragen getestet und alles so. Und es gab jetzt bei uns jetzt keine Komplikationen, aber bei denen vor uns, die in der Reihe standen, es war so eine arabische Familie. Oh ja. Und die haben die, glaube ich, 30, 40 Minuten gefühlt, haben die auseinandergenommen. Und ja, unser Anschlussflug ging 2 Stunden später. Eigentlich normalerweise geht man davon aus, dass man in 2 Stunden den Anschlussflug passt, wenn er am gleichen Flughafen stattfindet. Ja. Aufgrund diesen ganzen Befragungen hat sich das dann so verzögert, dass wir einen Anschlussflug verpasst haben, der irgendwie, glaube ich, um 13 Uhr gewesen wäre. Und der nächste ging dann erst um 20 Uhr wieder.
Ja, die War halt Immigration dann in Amerika Kacke. ist brutal, ist Das brutal. war halt dann Kacke, dann bist du halt den ganzen Tag auf den Beinen, nur so vom Zeitmanagement her. Wir sind aufgestanden, deutsche Zeit um 4:30 Uhr, um hier unseren Flug zu erwischen. Und ins Bett gekommen bin ich dann in Pittsburgh um 2 Uhr nachts, wohlgemerkt mit 6 Stunden Zeitverschiebung. Also das wäre jetzt eigentlich, waren es halt über 28 Stunden auf den Beinen. Natürlich kein Training wie eigentlich geplant. Auch das mit dem Essen in dem Moment ist halt ein sehr langer Tag geworden, das dann auch zeitlang ohne Essen war. Und das war jetzt nicht ganz so optimal. Hat sich dann auf der Waage auch ein bisschen bemerkbar gemacht. Ich war leichter als gedacht. Ich bin mit 98 Kilo rübergeflogen und mein Limit ist bei 94 Kilo und eingewogen habe ich mich dann mit 92,8. Also hier 1,2 Kilo unter meinem Limit, welches ich eigentlich hätte ausfüllen sollen. Und dann haben wir gesagt, hier für New York machen wir es besser. Auch hier vom Laden haben wir gemeint, da ist noch einiges drin, da kann man deutlich noch mehr rausholen. Und dementsprechend haben wir sehr, sehr, sehr gut aufgeladen. Einfach zu viel, viel zu viel. Was halt dann meine Performance halt extrem beeinträchtigt hat. Also ich habe Klar. mir, also in der Pose ging's, aber allein dieses Hintenstehen, ich habe es nicht geschafft, flach zu atmen und hier durch den Brustkorb zu atmen und den Bauch drin zu behalten. Da ist halt die ganze Zeit dann der Bauch auch rausgekommen. Und habe dann Ja. in dem Moment das Gesamtpaket halt ein bisschen schlechter gemacht, dass es halt in dem Moment nicht mehr für den ersten Platz gereicht hat. Ja, das kenne ich, das kenne ich, wenn du overspillst sozusagen. Klar, Du bist klar. halt so beschäftigt, du stehst da bloß so relaxed Ja. da und hast ein Riesenproblem, deinen Bauch einfach nur drin zu behalten. Und auch bei den Vierteldrehungen dann, in der Trizepspose, Katastrophe. Ich habe auch die Vakuumpose in der Bauchbeinpose dann gar nicht mehr richtig hinbekommen. Das war nicht so optimal. Klar, und das ist in der Klassikphysik das Wichtigste, ne? Ja, genau. Vakuum machen kannst und so weiter. Und deswegen sollte man immer, wenn man international sehr weit fliegt, Minimum eine Woche vorm Wettkampf Ja, wie dahin gesagt, gehen, ne? wobei der Wettkampf ja noch gut geklappt hat. Ja, ich weiß, ich meine jetzt für den anderen, Der klar. zweite war halt Ja, nicht mehr ganz so optimal dann. okay. So, pass mal auf, lass uns doch mal ganz zum Anfang zurückgehen. Erzähl uns doch mal. Wie bist du zum Bodybuilding gekommen? Wie war das? Wie kam Also das? ganz, ganz, ganz am Anfang. Ja, bitte. Boah, ich weiß noch, also ich war 14 und damals hat ein Kumpel angefangen zu trainieren. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch mehrere andere Sportarten gemacht. Ich habe Fußball gespielt, ich habe Karate gemacht. Und ja, ich war schon einer von den sehr dünnen Jungs in der Klasse. Also ich weiß nur, dass ich hier mit 14, ich hatte 55 Kilo oder sowas. Auf Wow. 1,70 Meter oder in die Richtung. Und dann hat man sich halt erstmal so zwei Hanteln gekauft und hat dann daheim angefangen, hier nur Bizeps zu trainieren und Liegestützen zu machen. Dann hat einer, der bei uns im Dorf und der bei mir in der Klasse war, der hatte so einen Kraftraum daheim, so eine Multifunktionsstation, so mit Drückerbank und Butterfly, Strecker, Latzug und alles. Dann haben wir da ein halbes Jahr angefangen zu trainieren, was wir als Training, wenn man das Training bezeichnen konnte. Und dann mit 15 habe ich mich im Fitnessstudio angemeldet. Ja, ziemlich früh. Und mein Ziel war damals einfach eigentlich nur breit zu werden. Ich wollte stark werden, ich wollte nicht der Dünnste sein, nicht der Schwächste sein. Und habe mich da auch voll reingehängt. Dann hat man mir gesagt, du musst viel essen, du musst viel essen. Also hast du alles gegessen, was irgendwie gab. Das, Ja. was die Mama gekocht hat, meistens am Anfang noch, bloß die dreifache Menge jedes Mal. Und bist halt sechsmal die Woche ins Training, hast sechsmal die Woche Bankdrücken gemacht, hast sechsmal die Woche Bizeps gemacht. So wie jeder irgendwie, glaube ich, anfängt. So alle Fehler, die man nur machen kann. Bis dann einer ins Studio gekommen ist und dann gesagt hat, hey, so wird das nichts, wenn du aufbauen möchtest. Und mich dann so ein bisschen unter seine Fittiche genommen hat. Okay. Und so ist eigentlich dann das Interesse zum Sport gekommen. Vor allem halt eben dieser Motivation. Wir waren damals so eine ganze Gruppe, wo man sich dann gegenseitig immer so gebettelt hat, hey, wer drückt jetzt mehr auf der Bank und wer Ja. schafft mehr in Kniebeugen. Da hat man sich dann gegenseitig immer hochgeputscht und wollte stärker sein als der andere. Okay, klar. Und wann kamen die ersten Wettkampfambitionen so in deinen Kopf? Wann hast du gesagt, Mann, ich glaube, ich muss mal auf die Bühne oder so?
Ganz andersrum war das. Also im Grunde, ich habe mit Powerlifting eigentlich angefangen. Also mit 18 hat damals eben der mich hier eigentlich so unter seine Fittiche genommen hat, ohne meines Wissens mich für eine deutsche Meisterschaft angemeldet und mir Okay. dann bloß gesagt: Hey, du übrigens, ich habe dich für einen Wettkampf angemeldet, in 2 Wochen ist der. Und da machen wir jetzt einfach mal mit. Und bin dann auch auf Anhieb deutscher Meister geworden, gleich in der Juniorenklasse. Bin gerade aus der Jugend raus gewesen, also ich bin frisch 18 geworden Aha. und habe dann damals hier mit 75 Kilo Körpergewicht wettkampfgültig 225 Kilo gezogen und dann relativ gerechnet, also hier Leistung minus Körpergewicht, Ja. dann hier den deutschen Meister, den ersten Platz belegt Wow, cool. und dann im Jahr drauf das Ganze wiederholt. Sogar auch dann auf die Europameisterschaft gefahren und dort auch Erster geworden. Wow, hey. Da habe ich dann mit 19, was habe ich gehabt, so 82, 83 Kilo, dann hier schon 280 Kilo in Kreuzheben geschafft. Und ja, da kam dann das so, dass dann im Fitnessstudio mich dann eigentlich welche darauf angesprochen haben und gesagt, hey, versuch's doch mal mit Bodybuilding. Da gab es bei uns im Dorf, wo ich herkomme, sage ich mal, schon einen anderen recht guten. Der war ein Jahr älter als ich und der ist in dem Jahr, wo ich, sage ich mal, hier mein Powerlifting, mein zweites Powerlifting-Jahr hatte, bayerischer Meister geworden. Das war der Matthias Hollweg. Okay. Und haben gesagt, hey komm, wechsel doch und mach Bodybuilding, ist eh viel cooler und so. Und dann bin ich genau in die Sparte hin. Ich habe mich dafür erstmal eigentlich noch nicht bereit gefühlt, dachte mir, ich bin viel zu dünn. Ich kann doch da eh nicht mithalten. Und dann mich aber darauf vorbereitet. Da hat mich dann, vielleicht ist die müsste dir bekannt sein, ich denke mal, Violet Schwarz, ein Urgestein im Frauenbodybuilding. Violett Schwarz, ne, ich sag mir nichts. Weltmeisterin im Bodybuilding bei den Frauen. Okay. Kommt auch bei uns aus Neumarkt, wo ich aufgewachsen bin, her. Okay. Und die hat dann mir einen Ernährungsplan gemacht für die erste Vorbereitung. Ja, und das lief da eigentlich vom Einstieg her auch sehr, sehr gut. Ich bin auf Anhieb auf der Süddeutschen Zweiter geworden, habe eigentlich meine Klasse gewonnen. Damals war es bloß so, dass sehr wenig Starter waren und wurden die Junioren 1 und 2 in eine Klasse reingestopft. Und der, gegen den ich da verloren habe, wurde dann auch später deutscher Meister in der Junioren 1. Und an meinem zweiten Wettkampf bin ich bayerischer Meister gleich geworden. Und das ist, finde ich, das Wichtigste, das Gute, dass du gleich hier angeschürt wirst. Hey, du bist gut, du hast Talent, du gewinnst gleich. Und dann kam Ja. das Beste, ich bin auf die Deutsche gefahren, hier auch, boah, ich könnte die Deutsche auch noch gewinnen. Und da kam dann die erste Schelle und habe dann Vierter geworden. Aber das ist genau das, was es ja braucht, weil sonst wird es ja langweilig, dass du hier erstmal gelobt wirst im Endeffekt und dann so, hey, gut genug bist du immer noch nicht. Und Du, ein dann Champion kommt die erkennt man an seinen Motivation. Niederlagen. Weißt du, ein Champion erkennt man an seinen Niederlagen und wie der das verarbeitet und wie er zurückkommt. Immer. Genau, und das war dann so, okay, ich bin Vierter, taugt mir nicht, will ich nicht mehr. Das nächste Mal werde ich Erster. Genau. Dass es den richtigen Antrieb gibt. Weißt du, manche Leute, die haben den Antrieb nur mit Erfolg und andere Leute, also ich war jetzt auch einer von denen, also für mich war die beste Motivation, wenn ich verloren habe. Ne? Oh, es war auch Beides, scheiße, ne? Ich habe beides. verloren. Es ist so, du musst so sehen, du brauchst, also ich brauche das, so dieses Bild, so ein bisschen Realismus. Hey, du hast knapp verfehlt. Wenn du dich jetzt da reinhängst, dann schaffst du das, den Ersten. Es hat für jetzt noch nicht ausgereicht, aber wenn du dich da reinhängst, du bist nicht weit weg vom Ersten, das kannst du umsetzen. Und dann kommt diese Motivation, es gibt Gas, das nächste Mal wirst du Erster. Ja, genau. Das ist cool. Okay, so. Was glaubst du denn, wo du dich verbessern musst? Also ich habe da auch meine Meinung zu, aber jetzt erzähl du uns doch erstmal, wo du selber sagst, Mann, da und da muss ich noch besser werden. Also grundsätzlich, es gibt nicht viele Punkte, wo ich sage, die auch, wo ich sage, wo ich allgemein besser sein könnte. Manche Sachen sind natürlich genetisch veranlagt, die werde ich nicht besser hinbekommen. Ich werde jetzt keine noch schmalere Taille mehr hinkriegen, das ist nicht drin. Ich werde auch kein Okay. breiteres Schlüsselbein mehr bekommen, das ist jetzt Nein. Veranlagung. So grundsätzlich, ich sage meine Arme, das ist die trotzdem größte Baustelle. Liegt natürlich auch ein bisschen an meinen Verletzungen, die ich halt bereits hatte. Ich habe ein sehr, sehr, sehr schlechtes Muskelgefühl in meiner Armmuskulatur. Also Okay. diese Spitzenkontraktion fällt mir schwer. Das heißt, bis ich überhaupt einen richtigen Pump in den Bizeps reinbekomme,
muss ich erstmal 5 Sätze machen. Wo der andere nimmt die Hantel in die Hand, macht 2 Wiederholungen und merkt den Bizeps gleich und hat ein Gefühl drin. Wo ich erstmal hier meine 50, 60 Wiederholungen machen muss, damit ich überhaupt was spüre, dass ein Bizeps da ist. Okay. Also hier diese Spitzenkontraktion, es wird immer, immer, immer besser. Ich habe jetzt auch die größten Fortschritte überhaupt, habe ich jetzt nach meiner Wettkampfsaison gehabt. Das war halt mal so ein kleiner Rebound, eben durch diese starke und krasse Diät und dann dieses gute Essen und gute Training gleich im Anschluss ohne Pause. Da habe ich gemerkt, das hat mir richtig gut getan, eben auch hier, was das Muskelgefühl angeht. Dann eine Sache, was mir auch halt bei mir noch ein bisschen negativ auffällt, ist halt auch wieder verletzungsbedingt, dass mein linkes Bein, wo ich mir mein Quad bereits komplett abgerissen habe, der Außenschwung halt nicht mehr so ist wie der Außenschwung auf der rechten Seite. Wobei, wenn ich auch hier mal alte Bilder vergleiche, rechts war schon immer besser einfach. Ja. Es ist ja so, jeder hat ja irgendwie so ein bisschen eine stärkere und schwächere Seite. Also es gibt kaum einen, der komplett ja symmetrisch ist. Nein, nein. Man kann nur versuchen, so an die Perfektion hinzukommen, aber meistens ganz schafft man es nicht. Und Klar, man kann dann nach dem Beintraining zum Beispiel immer ein, zwei, drei Sätze extra machen für das andere Bein, weißt genau, das ist auch das, was ich du? jetzt zum Beispiel mache. Und mein linkes Bein hat halt einfach vom Außenschwung nicht ganz diesen Schwung mehr, den halt mein rechtes Bein hat. Sage ich aber auch, das sind jetzt auch wieder so Sachen, also das glaube ich nicht mehr, dass ich das so hinbekomme, dass man es gar nicht mehr sieht. Das wird halt immer so eine kleine Sache sein. Ich versuche, dass ich es gut verstecke, indem ich mich ein bisschen schief stelle, indem ich halt immer ein Bein aufstelle bei den Posen, dann sind die eh nicht symmetrisch. Und in dem Natürlich. Moment kann man dann so eine Schwäche ein bisschen ausgleichen. Ich sage auch grundsätzlich an der Performance, ich behaupte von mir selber, ich bin kein schlechter Poser. Ja. Aber man kann immer da noch was verbessern. In meinem Fall sage ich, dass ich zum Beispiel solche Sachen wie das Vakuum in der Doppelbizeps und sowas länger halten kann und sowas. Auch Weil mir wenn ich. aufgefallen ist, dein Lächeln. Du lächelst mehr, wenn du auf die Bühne kommst und wenn du von der Bühne runtergehst, als wenn du postest. Ja, da ist halt das Posing doch ein bisschen anstrengend. Ich versuche schon zu überspielen und zu tun, als wäre es was eine Leichtigkeit. Ja. Aber hundertprozentig geschafft man es dann doch nicht. Aber ich sage Ja. halt, wie gesagt, da im Posing kann ich noch was arbeiten. Ansonsten, das ist jetzt überhaupt keine Schwäche von mir, im Gegenteil, aber da glaube ich, geht trotzdem noch mehr. Ich habe schon das Talent, glaube ich, dass ich sehr hart werden kann, beziehungsweise ich kann in einer Diät sehr gut leiden. Und mir gefällt es auch. Und ich sage auch jetzt, das ist mein Ziel für die Olympia. Ich möchte, was Härte angeht, nochmal eine richtige Schippe drauflegen. Im Vergleich zu Pittsburgh. Weil das kann ich einfach und das muss ich ausnutzen. Also das Wie sieht es hart denn bei dir limitmäßig aus? Wie viel Limit hast du noch bis zur Obergrenze? Oder bist schon da? eigentlich nichts mehr. Nichts. Eigentlich nichts Okay. mehr. Das ist mal grundsätzlich, wie gesagt, in Pittsburgh, wo ich meine beste Form hatte, war ich 1,2 Kilo unter meinem Limit. Okay. In New York hingegen, wenn man sogar das Bühnengewicht hernimmt, da war ich 1,5 Kilo über meinem Limit sogar, aber sah schlechter aus. Also ich muss das hinkriegen, dass ich hier in dem Fall die Form hinbekomme wie in Pittsburgh, bloß noch ein bisschen voller. Und das ist so mein Ziel jetzt für Herbst. Gut. Ja, zum Posen sage ich nur, fake it till you make it. So. Ist alles eine Show und eine Illusion. So kommt immer darauf an, wie man es rüberbringt. Und jetzt wollte ich eigentlich, ich habe nicht gerade vor ein paar Tagen gelesen, gehört, ich glaube, das war auch bei Gannikus, dass du eine schwere, relativ schwere Verletzung hast zurzeit in deinen Beinen. Erzähl uns doch mal darüber. Ja, also ich habe ein bisschen von manchen Leuten auch das Feedback bekommen, dass meine Beine nicht so gut waren. Beziehungsweise auf Bildern ist das auch so rübergekommen. Ich dachte, okay, Beine gebe ich jetzt besonders Gas. Und habe, das war, denke ich mal, also ich erkläre jetzt gerade so, wie das Ganze zustande gekommen ist, wie ich es vermute, dass es zustande gekommen ist. Ich habe alle 4 Tage Kniebeugen gemacht. Ich habe mir sogar eine Grenze gesetzt. Ich habe gesagt, hey, ich will nicht so schwer trainieren, ich habe Angst, dass ich mich verletze. Das heißt, in der geführten, also in der Smith-Maschine, in der Multipresse, habe ich gesagt, gehe ich nicht über 200 Kilo und in der freien gehe ich nicht über 180, weil das sind eigentlich so Gewichte, die ich immer spielerisch geschafft habe.
Und habe gesagt, ich gehe nicht drüber, wenn dann nur im Wiederholungsbereich wird, mehr, aber nicht drüber. Aber halt Ja. alle 4 Tage, im Viertagesrhythmus, abwechselnd frei, abwechselnd Multipresse, abwechselnd frei und natürlich dann die Nebenübungen auch noch mit dazu. Und das bei dem einen wirklich, es hat sich in dem Training davor war alles perfekt, beim Aufwärmen in der Trainingseinheit war auch alles perfekt. Ich habe noch mit 160 einen Satz gemacht, das war easy. Bin auf 180, nur so in meinem Training zuvor habe ich die 170 18 Mal gebeugt. Okay. Also ist 180 Kilo, dieser 10 Kilo Sprung eigentlich jetzt nichts Besonderes. Nee. Und bei der vierten Wiederholung einfach schon beim Runtergehen gemerkt, beim Runtergehen hat es so einen kleinen Stich gegeben. Jetzt nicht extrem, aber so, wo ich gleich merke, da passt was überhaupt nicht. Und habe mich dann auch gleich fallen lassen. Also ich bin dann gleich in den Ständer rein, habe mich in die Sicherungen rein. Die waren ein bisschen tief eingestellt. Das hat dann schon ein bisschen mich zusammengedrückt. Aber das war jetzt nicht das Problem, aber genau dieser kleine Stich. Ja, also ich war dann gleich beim MRT. Mein Kreuzband ist komplett ab. Das muss aber schon auch schon gut vorgeschädigt gewesen sein. Also da Ja. war das schon davor sehr lädiert. Und jetzt ist halt komplett ab. Und ich habe mir diesen Übergang vom Vastus medialis, das ist der innere Quad-Ansatz, also hier die Träne vorne, Innenseite vom Quad. Da habe ich mir diesen Sehnenübergang zwischen Muskel und Sehne, den habe ich mir eingerissen. Wie Eingerissen, okay. viel, hat er gesagt, kann man jetzt nicht sehen, weil sehr viel Flüssigkeit drinnen ist. Aber es fehlt schon ein Stück, aber halt auch so viel, dass man nichts machen kann. Also es ist jetzt auch gleich, ich habe einen guten Kontakt zu Matthias Ritsch, dem man nämlich daher bis immer bisher zusammengeflickt hat. Ich habe dem das geschickt und die einzige Antwort, die ich zurückbekommen habe, war, ist ja noch dran. Ist ja noch dran, wo ich dann gesagt habe, so ja, was soll ich jetzt machen? Er hat gesagt, da musst du jetzt durch. Es ist, man kann nichts machen. Unter normalen Umständen wäre das so eine Sache, 8 Wochen in eine Schiene rein und die Sache ist danach wieder zu 100% belastbar. Ich habe keine 8 Wochen Zeit, um das jetzt einzuschienen. Nein. Ich habe auch die Schiene komplett weggelassen. Ich war beim hier einen Orthopäden meines Vertrauens und der hat auch gesagt, ja, was machen wir jetzt? Ich könnte dir eine Schiene geben. Das würde definitiv deinen Heilungsprozess fördern und wäre, was jetzt den gesundheitlichen Aspekt angeht, eigentlich das Sinnvollere, dass man das hier schont. Aber was bewirkt eine Schiene? Durch die Ruhigstellung baut der Muskel ab. Und Ja, das will absolut. ich nicht. Aus dem Grund habe ich jetzt keine Schiene. Und ich seit einer Woche versuche ich hier auch schon die ganze Zeit mich wieder an eine Beinpresse ran. Seit gestern bin ich wieder Fahrrad gefahren. Das tut gerade noch ein bisschen weh und zwickt, aber ich merke halt trotzdem, dass es jeden Tag besser wird. Ich habe jetzt zum Glück gute Physiotherapeuten. Ich mache hier, wie heißt dieses Schock-Dings, irgendwas mit, Elektroshop. ja, nicht Elektroschocker. Also ich habe einmal so eine Magnettherapie mache ich jetzt dann und Okay. auch sowas hier mit diesen, ich weiß es gerade nicht, wie es heißt. Da wird jetzt ist eher nicht wie so eine Theragun, könnte man meinen, bloß halt bloß viel professioneller und größer. Und zu Schockwellen gearbeitet, um hier. Und jetzt mit der ganzen Physio in Verbindung. Wie gesagt, es wird besser. Ich kann jetzt immerhin schon wieder auch hier die Treppen rauf und runter gehen. Das ging die erste Woche gar nicht. Jetzt muss ich halt mal schauen. Aus der Vergangenheit weiß ich, dass bei mir Beine zum Glück auch mit leichtem Gewicht oder auf leichtes Gewicht sehr gut anschlagen. Ich sage jetzt mal so, das ist jetzt nichts, was mich irgendwie aus der Bahn wirft. Cool ist Nicht es nicht, auch für die aus Psyche der nicht, es stört mich. Oft denke, bist du dann da und denkst dir, du bist scheiße, Mann, was soll die Kacke und warum jetzt schon wieder? Und Bahn vor allem, ich bin immer einer, ich brauche eine Begründung für was. Und mir fällt keine Begründung ein, warum das jetzt so ist, außer dass ich ein bisschen zu viel gemacht habe. Aber es war ja nicht zu schwer. Ich habe auch nicht unsauber gebeugt oder sonst was. Es ist halt einfach passiert, Überbelastung. Und Ja, das passiert, ne? Was willst du passiert, machen? genau, ist halt, kann halt passieren. Und naja, ich auch ein anderer guter Bodybuilder hier aus unserer Familie. Was war sie in seiner Aussage, wusste du, Alex, glaub mir, auf dem Niveau geht es jedem irgendwie so. Weißt du, der eine, den verlässt, wird von seiner Frau verlassen, der andere hat ein finanzielles Problem, der andere wird krank, hat die Scheißerei, der nächste wie ich hat irgendein anderes, irgendwas hat immer irgendwer. Also Ja, aber es perfekt gibt es behindert nicht. dich, da kannst du jetzt sagen, nein, aber es behindert dich schon auch psychisch. Es ist Ja, halt schon. einfach, du weißt, scheiße, jetzt kann ich nicht das beste Beintraining performen, was ich eigentlich Genau. machen könnte. Genau, das ist definitiv im Kopf. Das stört mich.
Ich muss auch sagen, jetzt auch bei anderen Muskelgruppen, wenn ich jetzt gerade aktuell trainiere, weil das mache ich ja trotzdem, ich trainiere trotzdem alles andere weiterhin. Ja, klar. Weißt du, dann machst du bloß so Sachen, wenn du Handeln umsetzt. Du bist halt extrem vorsichtig und immer mit einem Kopf halt bei deinem Knie und in dem Fall nicht bei der Brust. Ja, Das klar. tut dich überall, also mich gerade eben überall so ein bisschen einschränken. Es läuft zum Glück alles gut, also im Oberkörper ist zum Glück kein Stress. Und ich vertraue jetzt einfach darauf, dass das jetzt die nächsten ein, zwei Wochen immer jeden Tag ein bisschen besser wird, dass ich die Beine immerhin so belasten kann, dass es keine Probleme macht. Ja, Also ist doch das wirklich macht mir scheiße, Sinn. gerade für den größten Wettkampf deines Lebens. Ja. Ah, sag ich Was ist ja das scheiße. Problem? Ich bin motiviert gewesen wie sonst was, habe gesagt, hey, okay, Wettkampf Pittsburgh, New York ist vorbei. Du, was war die Aussage, die ich bekommen habe, dass von einem Judge nach New York, als ich Zweiter geworden bin, runter bin, ist gleich ein Kampfrichter zu mir gekommen und so, hier, weißt du, warum du nicht auf Platz 1 bist? Und ich sagte, nee, weiß ich nicht, gerne ein Feedback. Und da kam dann genau das, wo man mir das gesagt hat, hey, deine Performance war nicht so gut, deine Bauchkontrolle war richtig kacke Ja. und Neil Curry hat sich verbessert, du hast dich ein bisschen verschlechtert. In dem Moment haben wir jetzt ihm die Quali gegeben. Und was wir von dir Ja. erwarten, 5% besser als in Pittsburgh und du spielst bei der Olympia ganz oben mit. Klar, Wow, ist verständlich, ist das ist ein verständlich. Feedback, was ich bekommen habe und in dem Moment, hey, ein paar Prozent besser als in Pittsburgh. Und das habe ich mir sehr gut zu Wort genommen und dachte, jetzt gibst du aber richtig Gas. Die paar Prozent holst du raus. Okay. So, nochmal grundsätzlich für alle Leute da draußen, ganz wichtig, das hat der Alex total richtig gemacht, sobald ihr auch nur das Kleinste spürt, irgend so ein Zwicken, so ein komisches Gefühl, egal jetzt Beine oder was auch immer ihr macht, direkt reinhängen das Gewicht, ne? Und dann mal schauen, was Sache ist. Und dann könnt ihr ja den nächsten Satz nochmal versuchen. Und falls das immer noch da ist, einfach zur nächsten Übung gehen. Und falls es da auch nicht geht, zur nächsten. Und falls es nicht ist, dann an dem Tag eben sagen, okay. Ich höre mein Training für heute auf. So, jetzt reden wir so schön über den Mr. Olympia. Du hast ja ein Statement abgegeben und du hast gesagt, du wirst unter die Top 6 bei Mr. Olympia kommen. Stimmt das? Nein, stimmt nicht, habe ich nicht gesagt. Aha, okay. Also grundsätzlich, weil sowas ist ja eine blöde Aussage. Das ist ja, wer so eine Aussage tätigt, der muss ja die Kampfrichter geschmiert haben, weil es ist eine subjektive Sache. Also man kann nie sagen, ich werde. Ich kann nur sagen, ich mache alles dafür, um das zu erreichen. Und das Ah, ist mein okay. Ziel. Das ist das, wo hier auch schon eine Riesendiskussion im Instagram gewesen ist, weil ich gesagt habe, mein Ziel ist es, in die Top 6 zu kommen. Meine Erwartung an mich selber ist es, die Top 6 zu erreichen. Dafür trainiere ich. Das halte ich mir in jedem Training vor. Das ist eine Motivation für mich, um hier Gas zu geben und kein Training sein zu lassen, immer Vollgas zu geben, immer 100%, weil ich dieses Ziel erreichen möchte. Ob ich es dann am Ende erreiche, das hängt von anderen Faktoren ab, die ich nicht beeinflussen kann. Nämlich unter anderem, wie gut sind meine Gegner, wie sind die an dem Tag in Form, wie gut bin ich an dem Tag in Form. Und wie gut kann ich mich verkaufen? Wie gut können sich die Gegner verkaufen vor den Judges? Ja, also ich meine, die Top 6 dieses Jahr brutal werden die sein in der Klassikphysik. Also da, das wird sehr crowded, wie man so schön sagt, in Ja, den ich glaube, Top ich kann 6. fast 10 aufzählen, 10 Athleten aufzählen, die eigentlich das Zeug dafür haben, in die Top 6 zu kommen oder in die Top 5. Ja, also es Es gibt ist brutal. Also viele. dieses Jahr wird es ganz brutal. Ich meine, in der Open auch, aber bei euch, Die Mann, oh Dichte ist Mann. halt in der Classic dieses Jahr so hoch wie noch nie zuvor. Ja, und da stehen wahrscheinlich auch 40, 45 Athleten auf der Und Bühne und über keiner ist 50. richtig scheiße. Über 50 sind es schon. Oh mein Gott! Siehst du, ja, kann ich, habe ich nicht Über geschaut, ich weiß 50. einfach Ich frage so. mich schon, wie die das alleine handhaben wollen, weil das Pre-Judging ist ja nicht mal auf der Olympia-Bühne. Das ist ja auf der Expo, das ist ja eine kleine Bühne. Da passen ja Ja, nicht einmal, klar. ich weiß nicht mal, Aber da passen ja da. keine 20 Athleten auf die Bühne. Ja, aber da wirst du sehen, da kommt es wirklich zum Vorteil, dass die Judges, gerade die amerikanischen Judges, dich kennen und sagen, ah ja, der, warte mal, der hat Pittsburgh Pro gewonnen, oder der hat Boston Pro gewonnen, der hat das gewonnen. Und dann werden die auch dementsprechend mal, ah, jetzt schauen wir uns diese Jungs mal ganz besonders an, weißt du? Wenn du da jetzt so mit, also nicht rausgestochen hast, aber du hast ja schon rausgestochen, zum Beispiel auf der Pittsburgh Pro, wenn du nicht rausstichst irgendwo, gehst du unter in diesem Line-up. Total, hast du,
Und so haben sich die Judges schon vorgemerkt, warte mal, ah, da ist der Pittsburgh Pro-Sieger, da ist der New York-Sieger, da ist der Sieger, da ist der Sieger. Und dementsprechend werden die Leute auch rausrufen. Und dann, je nachdem, bei euch ist sowieso die Tagesform, sagt man immer, entscheidend. Aber in der Klassikphysik ist es wirklich die Stundenform, die da entscheidet. Also, weil ihr seid alle relativ eng zusammen, ne, sage ich jetzt mal, in der Spitze. So, ah. Und dann gerade musst du auch sehr aufpassen mit deiner Performance. Da muss wirklich alles stimmen. Ne? Also, ich sag mal, wenn ich glaube persönlich, dass die Top 6 wahrscheinlich nicht klappen würde bei dir dieses Jahr, aber die Top 10, und das wird schon schwer genug, kann schon sein. Ne? Also, bin ich gespannt. Also grundsätzlich, ich sag so, davon bin ich überzeugt von mir. Ich habe alles, was ein Top 6 Athlet braucht. Okay. Ich habe eine Härte, die Weltklasse ist, ganz oben. Klar. Ich habe eine Symmetrie, die ebenso Weltklasse ist. Es gibt wenig große oder große Defizite eher nicht. Natürlich kann man hier auf den Armen rummeckern, aber es gibt auch einen, der ist letztes Jahr auf Anhieb Vierter geworden, auch nicht mit den stärksten Armen. Und, ja. Und es gibt auch einen, der sogar auch nicht mit den stärksten Armen noch vor 3 Jahren auch Mr. Olympia geworden ist. Also in der Klassik braucht man nicht die dicksten Arme, um hier zu gewinnen. So, es gibt ja das beste Beispiel. Lee Haney war 8-mal Mr. Olympia und er hatte auch nicht die dicksten Arme. Also. Und man braucht so ein paar Sachen, das ist, sag ich, ist das Wichtigste im Bodybuilding, ist nicht einmal die Ausgeglichenheit. Also viele sagen immer, was ist das Wichtigste? Ich finde nicht, dass es ist nicht der am besten, der keine Schwachstellen hat. Es ist der am besten in Erinnerung bleibt. Der irgendwelche Signature-Posen hat, die sich hier einfach einen absoluten Wiedererkennungswert bieten. Und das musst du mitbringen. Und welche ist denn deine Signature-Pose, würdest du sagen? Ja, das ist die Rückenansicht. Also da, glaube ich, tut sich jeder Classic-Athlet auf der Welt schwer. Das sage ich selber jetzt, um hier da mitzuhalten. Weil in der Pose, sage ich selber, kann man mir gar nichts kritisieren. Mhm. Ich bin ausladend, ich bin weit, ich bin tief, ich habe die ganzen Streifen im Arsch. Ich habe einen geteilten Beinbeuger und sogar Streifen am Beinbeuger. Und das ist meine Königsdisziplin oder meine Königspose, sagen wir es mal so. Und ja, die seitlichen Posen, an denen muss ich noch ein bisschen arbeiten. Klar. Ja, deine Arme in der seitlichen Brust sehen ein bisschen schmal aus. Aber ich meine, du hast ja immer noch sehr viel Zeit. Du bist jetzt im besten Bodybuilding-Alter zwischen 30 und 40. Ich glaube, ich kann man die meisten und besten Fortschritte machen. Und es gibt ja so viele verschiedene Trainingstechniken, die du mal ausprobieren kannst, inklusive des Schocktrainings, auch für deine Arme, auch wenn das relativ kleinere Muskeln sind, kann man trotzdem mal ausprobieren, indem man, also ich habe jetzt zum Beispiel 50 Sätze Kniebeugen gemacht damals, um mal meine Beine zu schocken. Also man kann all diese Sachen, wo du normalerweise sagst, das ist total crazy und verrückt, soll man doch schon mal ausprobieren und vielleicht funktioniert es, ne? Also. Ich mache da wirklich, ich bin da auch mit einem Physiotherapeuten dran. Wir gehen da immer im 4-Wochen-Takt immer ein bisschen ein anderes Schema an. Und hey, ich habe innerhalb von 3 Monaten 3 cm Armumfang zugenommen. Boah, das ist viel. Das ist ich habe noch, also in Pittsburgh und New York, also jetzt nicht entladen damals, wie es auf der Bühne war, aber so im Vorfeld, 1-2 Wochen zuvor, hatte ich 46 cm auf Pump. Okay. Und jetzt sind es halt 49 Zentimeter auf Pump. Das ist schon ein Riesenunterschied. Mal gucken, was halt natürlich, muss man schon sagen, hey, ich bin jetzt auch 10 Kilo schwerer, was natürlich dann am Ende wieder hängen bleibt. Da geht natürlich jetzt auch wieder was weg. Das muss man natürlich. Na, also die eine Sache kann man definitiv über Alex Westermeier sagen. Er ist sehr selbstbewusst und sehr von sich überzeugt. Und das ist auch gut so, sage ich mal. Also ja, definitiv. Also viel mehr von sich überzeugt als zum Beispiel mein Freund Mike Sommerfeld. Ja, der ist da nicht so, obwohl er der Hammer ist. So, um über Mike zu sprechen. Glaubst du, jetzt lass uns mal durchgehen. Glaubst du, fangen wir mal an, du kannst den Mike auf den Mr. Olympia schlagen? Ja. Okay. Wie sieht's aus mit Urs? Glaubst du, kannst Urs auf den Mr. Olympia schlagen? Grundsätzlich, ich sage jetzt mal so, das ist unrealistisch. Weil da sage ich auch ganz einfach, der Urs hat alles richtig gemacht, er hat sich perfekt vermarktet, er ist ein Weltathlet, der in jeder Bodybuilding-Ecke auf der Welt bekannt ist und
was das Posing angeht und das Auftreten, ist er bereits ein Mr. Olympia. Da kann man nichts verbessern. Das hat er einfach in sein Blut drin. Er macht in meinen Augen die beste Bühnenperformance von allen Athleten auf der Welt. Und an dem denke ich, ist, was das im Gesamten angeht, kein Vorbeikommen. Ich sage jetzt mal rein muskulär gesehen, sehe ich ihn jetzt nicht vor mir. Das ist schon eine Sache so subjektiv, in welcher Pose wir uns befinden. Aber so dieser Gesamteindruck, der geht an ihn. Alex? Ich bin dran. Du hast ja Nee, kurz das war jetzt weg. fertig so. Also, das ist wie gesagt der Gesamteindruck, der geht in meinen Augen schon an Urs. Also, er hat halt alles richtig gemacht. So, das ist ja jetzt dein erster Mr. Olympia. Ich meine, im Prinzip, ganz egal, was im Endeffekt passieren wird, alles ist ja ein Erfolg. Du gehst jetzt zum ersten Mal zum Mr. Olympia und ich glaube ja auch nicht, dass du schlecht jetzt abschneiden wirst. Wie gesagt, wo siehst du dich denn in 2, 3 Jahren oder wo sagst du so, ab diesem gewissen Zeitpunkt oder das ist mein Ziel, da hätte ich vielleicht eine Chance, Mr. Olympia zu werden oder Boah, was das ist ist so da? eine Sache, das habe ich, an sowas habe ich noch gar nicht gedacht. Ich bin immer einer, ich denke in so Etappen, wie so eine Leiter. Also das war damals schon, ich habe damals die an den Arnold Classic mitgemacht bei den Junioren und habe gesagt, hey, wenn ich die gewinnen kann und ich der beste Junior werde, dann kann ich auch ein Profi werden. Ich habe es geschafft. Und was ist? Ein paar Jahre später bin ich Profi geworden. Ich habe damals auch gesagt, hey, wenn ich hier am Profi-Ambitionen habe, dann darf eine deutsche Meisterschaft für mich nicht schwer fallen. Dann muss ich durchmarschieren. Ja, Habe ich klar. gemacht. Das heißt, ich habe mich immer mit so Etappenzielen mich selber gestärkt, dass ich dann das nächste Ziel erreiche. Ich habe auch gleich von Anfang an gesagt, hey, ich möchte hier meinen Pro-Qualifier auf Anhieb gewinnen. Weil wenn ich das auf Anhieb gewinne, dann bin ich definitiv für die Amateure zu gut und habe dann Chancen, hier bei den Profis mitzumachen. Und dann kam das nächste Etappenziel. Okay, ich möchte mich auf Anhieb für die Mr. Olympia qualifizieren. Und ich habe es auf Anhieb geschafft. Gleich in meinem ersten Wettkampf, was man jetzt auch dazu sagen muss, noch nie jemals irgendwer in ganz Deutschland geschafft hat. Es gab noch nie einen Athleten, der nach Amerika rüber ist und auf Anhieb sich die Olympia-Quali geholt hat. Jetzt überlegst du gerade, gell? Nein, die Aussage hat mich ein bisschen genervt. Urs erster Wettkampf war ja in Mexiko, sein zweiter Wettkampf war in Amerika, aber dann war er das erste Mal in Amerika und hat auch gewonnen. Also je nachdem, wie man das jetzt sehen Genau, will. im Pro-Debüt halt gleich auf Anhieb gewonnen. Und da sage ich halt schon, wenn man hier auf Anhieb sein Pro-Debüt gewinnt und auch auf einer New York Pro, ich habe hier zwei große Wettkämpfe eigentlich hier, vor allem bekannte Wettkämpfe. Es war ja auch ein bisschen taktisch ausgesucht hier. Die Pittsburgh Pro ist immerhin ja der Wettkampf, der hier auf dem Jim Mannion veranstaltet wird, also der Genau. Veranstalter von der Mr. Olympia. Clever gemacht. Und New York ist der Wettkampf, der veranstaltet wird vom Head Judge. Vom Steve Weinberg, der auch hier die Olympia dann der Head Judge wieder ist. Also das war auch, diese zwei Wettkämpfe waren hier mit meinem Coach genauso abgesprochen, um hier eben in Erinnerung zu bleiben. Und die habe ich sehr gut gemeistert. Deswegen sage ich, es ist nicht unrealistisch, hier eine Top-6-Platzierung sich vorzunehmen. Das ist nicht irgendwie aus den Wolken gegriffen. Ich habe hier ein gutes Etappenziel wieder geschafft und jetzt kommt das nächste Ziel. Und erst wenn ich dieses Ziel wieder gemacht habe und ich weiß, wie ich dann dastehe, das ist dann die nächste Zielsetzung, sage ich mal. Jetzt muss ich Ja. erstmal das schaffen, weil wenn ich nicht einmal in die Top 6 komme, dann kann ich vergessen, dass ich mir hier irgendwie meine Top 3-Platzierung, blöd gesagt, einbilde. Das ist dann muss ich erstmal ins Finale kommen. Ja, Hingegen, wenn ich klar. es auf Anhieb ins Finale schaffe, dann kann man sagen, okay, ich habe jetzt den Step geschafft, jetzt gucke ich mal, was ist denn realistisch, auch was ich als nächstes schaffe. Und wenn ich nicht einmal in die Top 6 komme, dann sage ich gleich, dann ist er an einer vorderen Platzierung oder also einem guten Finalplatz nicht zu denken. Ist so realistisch, sehe ich das Ganze dann. Ja, realistische Selbsteinschätzung ist schon sehr wichtig. Und du weißt manchmal, wie die Medien sind. Dann hast du das so gesagt, wie du das gesagt hast, dass du gerne die Top 6 machen möchtest oder dass das dein Ziel ist. Und natürlich schreibt dann irgendjemand, der Alex hat gesagt, er macht die Top 6 bei Mr. Olympia. Ja, da muss ich halt auch sagen, also da sage ich, also unsere deutsche Bodybuilding-Community zum größten Teil kann ich nicht gut davon sprechen. Das sind für mich echt zum größten Teil echt Affen, die irgendwelche anonymen Instagram-Fake-Profile
die hinter ihrer Tastatur eine große Fresse haben und dann hier meinen, sie können andere Athleten schlecht reden. Also ich bin, das verstehe ich auch nicht, das geht mir auch nicht in meinen Kopf rein und will auch nicht in den Kopf reingehen. Vor solchen Menschen habe ich auch überhaupt keinen Respekt, weil, ey, ich bin überhaupt kein Fußballfan, sage ich. Ich mag keinen Fußball. Aber sobald unsere Nationalelf im Viertelfinale ist, schaue ich jedes Spiel an. So, hey, unsere Jungs haben es geschafft, an der Weltspitze mitzukämpfen. Dann interessiere ich mich dafür. Nicht, weil mir Fußball mich interessiert, sondern weil ich einfach sage, hey, unsere Jungs vertreten gerade Deutschland und kämpfen an der Weltspitze mit. Nationalsport. Jetzt haben wir hier Mike Sommerfeld, Urs und mich, die Deutschland vertreten und an der Olympia, an der Weltspitze mitkämpfen. Und was ist, dann wird man noch kritisiert, kriegt Hate. Da sage ich, was soll das? Habt ihr alle einen Arsch offen, seid ihr ein bisschen behindert? Also gegen solche habe ich echt ein Riesenproblem. Also das sind für mich Opfer. Sage ich so, wie es ist. Da gibt es nichts zu kritisieren. Da gibt es nur zu sagen, hey, super, es gibt drei deutsche Jungs, die da oben stehen. Ich wünsche euch viel Glück. Kommt, macht hier Mordstimmung und schaut, dass ihr Deutschland gut vertretet. Und alles andere zählt für mich nicht. Okay, alles, calm down, calm down. Ich verstehe dich 100%. Und dass das Problem mit diesen Leuten ist, die haben halt nichts anderes. Die haben niemals in ihrem Leben irgendwas erreicht. Die können sich gar nicht vorstellen, was es heißt, zu einem Mr. Olympia zu gehen, um den größten Wettkampf im Bodybuilding in der Welt zu kämpfen, da zu stehen. Die würden sich in die Hose machen, wenn sie überhaupt die Möglichkeit hätten, sage ich mal. Das ist alles diese, sag mal, ich will jetzt nicht sagen Loser, aber du weißt, was ich meine. Doch, verstehe dich voll. Weißt du, ne? Weil ich sehe das immer so, wenn du selber ein Athlet bist und du warst oder bist selber erfolgreich, im Prinzip redest du nicht so, es gibt immer Ausnahmen, okay? Es gibt immer mal so ein paar Ausnahmen. Redest du nicht schlecht über die anderen Athleten? Das kommt immer nur von so Leuten. Also ich sag mal, die, die in der tiefsten Kreisklasse spielen, wollen immer die über die in der Bundesliga meckern. Weißt du, was ich meine? So. Aber Ja, die, ich die in der verstehe dich. Bundesliga spielen, die meckern nicht gegenseitig über sich und sagen, ah, der ist doch scheiße und der ist das und das und das. Weißt du, was ich meine? So, das Also, wie ist. gesagt, auch als der Urs letztes Jahr den vierten Platz gemacht hat, ich habe mich richtig gefreut. Ich habe mir gedacht, ey, geil, Mann, hier in Deutschland wieder, der hier aufräumt und hier ganz vorne mitspielt, der hier vielleicht sogar das Potenzial mal hat, dass er hier die Show gewinnen kann. Und das gönne ich ihm auch. Und im Gegenteil, da ist überhaupt kein irgendwie Neid oder Eifer oder sonst was da, aber das ist halt irgendwie in unserem Sport leider ein bisschen verloren gegangen. Ja, es hat viel mit Respekt zu tun, weil du respektierst den Athleten. Und diese anonymen Losers, sagen wir mal, die respektieren nicht, was du erreicht hast, weil die gar nicht sich vorstellen können, was du machen musst, um dahin zu kommen, wie hart man trainieren muss, wie diszipliniert man sein muss, auf was man alles verzichten muss. Für uns ist das normal, weil du bist da drin, du bist in deiner Blase. Für dich ist das total normal, du hast dein Ziel. Diese Leute könnten das niemals machen, ne? Die müssen ihre Pizza essen und hart trainieren könnten die sowieso nicht und all diese tausend Dinge. Deswegen. Wie gesagt, das unsere Community ist da richtig coolste. Ich habe es ja auch bei dem Beitrag bei Garnikus gesehen, hier mit meinem, wo ich hier über meine Verletzung geredet worden ist, und dann Leute drunter schreiben, hey, coole Neuigkeiten. Was soll das? Freut man sich darüber, dass sich wer anders verletzt? Also, finde ich das lächerlich und armselig. Und vor allen Dingen, die kennen dich ja gar nicht. Wenn das jetzt irgend so ein Typ wäre, mit dem du privat zu tun hättest und das wäre jetzt so, ich sag mal, Feind, naja, Ja, ein er könnte dich Disput, nicht also. leiden. Weißt du, sagt, ah, das Arschloch, endlich hat er sich verletzt. Ja, verstehe ich, genau. Hast du vollkommen recht. Ne? Aber die kennen dich doch gar nicht. Like, what? Wie kann man sich denn darüber freuen, ey? Also, Das ist halt, unfassbar. Wenn man den Sport doch liebt. Und gerade die Deutschen, wann haben wir mal so viele Deutsche gehabt, die so in der Weltspitze mitspielen im Bodybuilding? Wir hatten immer mal einen, da hatten wir mal einen Yusuf Wilgosch und dann hatten wir mal einen Peter Hensel und dann hatten wir mal einen Dennis Wolf und dann war mal der Markus Rühl. Aber das war so mehrere Leute jetzt wirklich, die top, top, top sind. Das haben wir noch nie gehabt. So, also. Genau, Schon das eine ist geile Sache. positiv, dass hier eigentlich in unserem Deutschland hier richtig wieder was vorwärts geht, was hier Bodybuilding angeht und alles. Genau.
wieder was auf die Beine stellen. Jetzt auch mal nicht nur hier die Männer, wenn wir auch jetzt mal Österreich hier mit dazu nehmen. Ja, noch Fabian Mayer als deutschsprachigen Athleten dabei. Dann haben wir die Jennifer Ziemert, sorry. Jennifer Ziemert mit dabei in der Figurklasse. Dann hier auch die Lena Rammsteiner, die Fitnessprinzessin in der Figurklasse. Dann auch hier die Bikini-Athletin, wie ist sie, Brunauer, Christina Brunauer noch. Ja, das ist doch mal richtig ein geiles Line-up von deutschsprachigen Athleten, die das erste Mal mitmachen. Ja. Das finde ich, das sollte man doch eigentlich fördern und stolz drauf sein und nicht runtermachen und Ja. schlecht machen. Stolz drauf sein, fördern, genau. Als Vorbild nehmen, als Motivation nehmen. Auch wenn man selber vielleicht nie die Ambition hat, aber sagen, wow, guck mal, was die erreicht haben. Und oh, tolle Sache, genau. Sehe ich genauso, bin ich 100% bei dir. So, ich dachte mir, vielleicht erzählst du unseren Zuschauern doch einfach mal was über den Alexander Westermeier, was überhaupt niemand weiß, was auch nicht unbedingt mit Bodybuilding zu tun haben muss, sondern irgend so ein Geheimnis, was jetzt wirklich gar keiner weiß über dich, das dich aber zu dem Menschen gemacht hat, der du heute bist. Puh, coole Frage. Keine Ahnung, ich glaube, das ist diese Mischung, könnte man jetzt sagen, eben aus Erfolg und Niederschlägen. Auch jetzt hier zum Beispiel meine ganzen Verletzungen, die ich hatte. Das war Kacke, das hat mich richtig runtergezogen, aber es hat mir Auftrieb und noch mehr Motivation wiedergegeben. Also wirklich, eigentlich wirklich nach jedem Niederschlag bin ich eigentlich dann doch wieder besser zurückgekommen. Und aber was so Erfolg, was keiner weiß, ich weiß es nicht. In der Regel muss ich da sagen, ich war ja immer der, der sehr im Stillen war und hier nicht groß immer viel zeigen wollte. Und ich habe gerne meine Ziele und Träume und Wünsche in meinem privaten Bereich ausgesprochen, aber wollte das nie so an die Öffentlichkeit. Weil ich eben auch nicht wollte, dass ich solche Kommentare von mir lese, wo dann irgendwelche Sachen dann falsch aufgefasst werden. Jetzt ist es halt so, wenn man einen gewissen Punkt halt erreicht hat, dann kannst du nicht mehr alles für dich alleine machen. Da musst du irgendwie die Welt halt ein bisschen dran teilhaben lassen. Und weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Das ist Frag okay. mich etwas. Du bist im Prinzip mehr so ein Typ, der mehr so für sich ist, was Leute vielleicht falsch interpretieren könnten, aber dann, wenn ich jetzt mit dir rede, bist du so selbstbewusst und so von dir überzeugt, dass man sagt, wow, wo kommt das denn her? Der ist ja normalerweise so ruhig und man hört gar nicht so viel von ihm, aber halt, das ist dein Charakter, so bist du halt. Und ich glaube, und vielleicht glaubst du das auch, dass du irgendwie nicht genug Aufmerksamkeit bekommst von den Medien für das, was du jetzt schon eigentlich erreicht hast. Ich meine, du hattest eine tolle Amateurkarriere und bist jetzt wie ein Blitz eingeschlagen im Prinzip bei den Pros, ne? Also erster und zweiter in zwei Wettkämpfen ist ja wohl der absolute Hammer. Das ist ja absolut O's-Territorium, ne? So, und aber du kriegst nicht so viel Exposure. Du solltest normalerweise auch überall sein, wo der Mike und der Urs ist. Weißt du, was ich meine? Aber man hört nicht so viel Weil ich halt von doch ein dir. bisschen eher die Sachen zum Teil für mich behalte und eben nicht groß halt eben immer gesagt habe, was ich vielleicht von mir halte, was meine Ziele sind, wo ich mich sehe und alles, sondern eher das halt mit mir selber ausgemacht habe. Und in dem Moment redet man halt nicht über einen. Was ich jetzt aber grundlegend auch in der Vergangenheit nicht schlecht fand, weil wenn man hat weniger Druck, sagen wir es einfach so. Das ist Man macht sich richtig. in dem Moment den Druck bloß selber. Jetzt ist man halt so, jetzt ist halt der Druck halt auch von außen halt und kommt alles mit dazu. Okay, das kann ich verstehen, aber du bist ja jetzt schon mal an der Weltklasse angekommen. Du bist ja jetzt da. Da braucht man ja gar nicht, ne? Also man schaut auf deine Platzierungen und okay, der Alex ist jetzt Weltklasse, gar kein Thema, egal was irgendjemand sagt. So, und trotzdem hast du relativ wenig Exposure, also du bist ja nicht so,
da draußen, ne? Also jetzt auch von, dass andere sagen, okay, wir laden jetzt den Alex mal ein und wir wollen mal hören, wie es er macht und wie der trainiert. Also man hört relativ wenig von dir im Gegensatz zu Urs und Mike, weißt du? Ja, ich denke halt ganz einfach, das muss man halt schon sagen. Also jetzt im Falle vom Urs und ja auch Mike, die haben es richtig gemacht in der Hinsicht und haben sich sehr, sehr, sehr gut auch verkauft. Das habe ich nicht gemacht. Und das ist vielleicht jetzt das, was mir jetzt im Nachhinein, vielleicht auch in manchen Sachen, vielleicht ein bisschen, ja, vielleicht auch ein bisschen was verbaut hat, könnte man vielleicht auch sagen oder so, wenn man es so sieht. Was halt man auch sagen muss, bei mir war es halt, ich bin halt nie dieser Social Media Fan gewesen. Ich versuche gerade da ein bisschen mehr Fuß zu fassen. Und eben auch, denke ich, was bei mir mit dazu kommt, sind eben diese ganzen Verletzungen, die jetzt zum Beispiel Urs und Mike noch nicht hatten. Und in so einer Zeit, wenn man so ganz am unten am Boden ist und sich so richtig mies und schlecht fühlt, dann hat man eigentlich nicht so unbedingt, also in meinem Fall nicht so unbedingt, das Interesse daran, das in der Welt zu zeigen, wenn es einem schlecht geht und wenn man eigentlich nur depressiv in dem Moment ist und alles ist Kacke. Grundsätzlich, ich glaube, das will auch keiner sehen. Oh, da liegst du falsch übrigens. Da liegst du total falsch. Deine Hater würden das lieben. Dann Okay. sagen, oh ja, geil, lass mich. Oh, schön, der hat sich ja oh, super. Ne, Aber weißt du, das ist also. so, wie zum Beispiel, guck mal jetzt nach, wenn man so eine große Verletzung mal gemacht hat. Das war zum Beispiel jetzt eben, fangen wir mal mit der ersten an, mit dem Quad-Abriss, den ich hatte. Ich hatte immer noch das gleiche Ziel, ich möchte Profi werden, ich möchte wieder zurückkommen. Aber zu diesem Zeitpunkt wusste ich es ja nicht. Das hat ja eigentlich alles dagegen gesprochen. Und da hätte ich mich niemals sagen trauen, ey, ich werde Profi wieder, weil ich erstmal wissen muss, wie wird das alles, wenn jetzt die Verletzung verheilt ist. Und in der Zeit, da habe ich mich halt zum Beispiel dann immer komplett zurückgezogen und mein Ding gemacht, abgeschottet eigentlich von der Außenwelt. Und erst wenn man dann wieder so die Bestätigung bekommt, es klappt wieder, in dem Fall jetzt durch einen Sieg beispielsweise, dann hat man auch wieder dieses Selbstvertrauen zu sich selber. Weil in dem Moment, sage ich, da hat man kein Selbstvertrauen. Also ich hatte es nicht, das ist weg. Und erst dann wieder durch so einen Sieg ist man dann wieder bestätigt, hey, man kann es noch. Und das ist auch das jetzt, was zum Beispiel mich jetzt eben einerseits immer stärkt, diese Erfolge, die ich eben schon gehabt habe und sagen, hey, ich habe das geschafft. Das heißt, du hast das Ziel erreicht, jetzt kannst du dir ein nächstes Ziel setzen, warum sollst du das nicht erreichen? Und wie ich schon gesagt habe, mit dieser Leiter, mit diesen Etappenzielen. Und das ist etwas, das macht mich stark. Aber wenn du selber halt nicht mal mehr weißt, ob du den nächsten Schritt überhaupt schaffst, dann ziehst du, also in meinem Fall ziehe ich mich dann zurück. Ja, aber Weißt du, was ich meine? Deswegen habe ich dich ja gefragt, hast du schon mal Verletzungen gehabt? oh, ich Große. habe auch, ja, glaub's mir, Das ist Verletzungen gehabt, auf jeden Fall. schwierig. Schwierig. Ich glaube, da geht halt jeder damit anders um. Mir ist das schon sehr schwer gefallen, sag ich so, wie es ist. Das ist nicht einfach, wenn du dann. Klar, aber du bist ins Studio gegangen und ich sage mal auch, wenn ich jetzt zum Beispiel mir das Bein gebrochen habe, morgens, da war ich nachmittags im Studio und habe trainiert, weißt du? Also, nur mal so Ja, als nicht Beispiel. anders. Ich bin 8 Tage nach meiner OP schon wieder im Studio gewesen. Mit Genau. meinem Quad und habe den Oberkörper trainiert. Das ist dein Charakter und das ist ein ganz starker Charakter. Die ist eine Charaktereigenschaft, den nicht viele haben, weißt du? Viele Leute sagen, oh, jetzt ist das passiert, oh, no, jetzt kann ich nicht im Studio. Ne? Nein, Sieger, Champions, so wie du. Die nehmen so, wie es ist, auch jetzt wieder mit deiner Verletzung. It is, what it is. Und du versuchst, alle Wege zu finden, drumherum zu trainieren, weiterzumachen, zum Mr. Ja. Olympia zu gehen, egal wie, wo, was. Und das zeigt einen richtig starken Charakter. Auf Ich jeden sage Fall. sogar so, grundsätzlich eigentlich meine besten Erfolge hatte ich immer gehabt, wenn ich aus einer Verletzung gekommen bin. Eben weil du im Kopf noch diesen Niederschlag hast und sagst, okay, du hast in gewisser Weise irgendwo ein Handicap. Also musst du alles andere drumherum absolut perfektionieren. Um dieses eine Handicap damit wieder auszugleichen. Das heißt, da gibt es nichts mit irgendwie,
okay, heute habe ich mal keinen Bock zu kochen oder heute habe ich keinen Bock, diese Mahlzeit zu essen oder heute trainiere ich mal gechillt oder so. Sondern nein, es geht nicht. Du hast eh schon irgendwo einen Dabbel weg, sozusagen, also einen Schaden, jetzt in dem Fall einen physischen Schaden aufgrund einer Verletzung. Und dann muss alles andere drumherum dann noch besser sein, weil du ja eh nicht schon bei 100% bist. Genau. Das heißt, alles andere muss in dem mit 110% sein, so ungefähr. So ist dann meine Einstellung dazu. Und das ist die absolute super Einstellung. Und die Vorzeichen stehen ja jetzt mal richtig gut für dich, da du ja jetzt diese Verletzung hast, ne? Also du bist ja normalerweise gesagt, du schneidest du immer gut ab beim Wettkampf, wenn du aus einer Verletzung bist. Also, Alexander, die Vorzeichen stehen gut für den In der Hinsicht Olympia. schon, das, was die wenigsten wissen, das war auch so eine Sache. Ich habe vor Pittsburgh habe ich 12 Wochen vorher nichts mehr gepostet. Gar Okay. nichts mehr gezeigt. Warum? Ich habe mir 12 Wochen vor Pittsburgh habe ich mir meine Trizepssehne wieder angerissen, die ja Na. schon ab war. Und das 30% ist die komplett wieder eingerissen, weil ich wieder in einem Training übertrieben habe. Aha. Und dann wusste ich auch erstmal nicht, komme ich überhaupt ans Ziel? In dem Moment war das wieder so meine Schlussfolgerung, ich zeige nichts von mir. Dass keiner sozusagen sieht, dass ich, nur gesagt, aufgeben könnte oder so. Also zeige ich nichts und am Ende hat es geklappt und ich bin Erster geworden. Das gleiche Ja. war 2018 nach meinem Quad-Abriss, 10 Monate danach deutscher Meister geworden. Also, oder auch hier 15 Monate beide Trizepssehnen abgerissen, im stillen Heimlichen meine Vorbereitung gemacht und auf Anhieb meinen Pro-Qualifier gewonnen. Aber das ist halt dann immer Oh. so, da ziehe ich mich halt dann ein bisschen zurück und bin da ein bisschen vorsichtig dann auch mit dem, weil bist erstmal unsicher. Also ich denke, ich weiß, dass Urs und Mike sich dieses Interview anschauen werden. Das sind ja beide meine Freunde. Und jetzt kriegen die es aber mit der Angst zu tun, weil dein Track Record ist, jedes Mal, wenn du dich verletzt hast, danach hast du gewonnen. Also Alex, ne? Scheiße! Ja, natürlich, man verfolgt seine Gegner auch. Also Urs macht seine Hausaufgaben. Also er macht sie schon sehr gut. Genau. Mike, keine Ahnung. Mike Er ist macht du. sie, Ich bin mit ihm Mike macht sie Kontakt. gerade halt etwas anders, seine Hausaufgaben. Na, Ich würde es nicht Mike so ist machen, sehr, ich kann dir nur aber. sagen, Mike ist sehr fokussiert. Wir haben sehr oft Kontakt in der Woche. Wir schreiben uns schon mal öfters und wird richtig gut dieses Jahr. Sagen wir mal so. Ich hoffe, dass da sein kleiner Mexiko-Aufenthalt ihm dann nicht eher zu in. Ich habe seine Folgen angeschaut, diese Relentless-Reihe, jetzt alles erzählt und sagt. Und es ist auch schön mit anzuhören und so. Ja. Er sagt ja selber so, er ist gespannt auf das kleine Experiment, ob ihn dieses gechilltere Leben in der Hinsicht mit mehr Spaß und alles ihn dann in dem Fall vielleicht näher ans Ziel bringt. Oder vielleicht halt weiter weg. Er weiß es ja selber noch nicht genau. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ich auch, aber ich glaube, Mike, wenn er wirklich die Form hinkriegt, hat er auch eine sehr, sehr gute Chance, ganz, ganz vorne dabei zu sein. Also Also das, grundsätzlich, das habe ich auch im letzten Podcast schon mal gesagt gehabt, was die Linie angeht, hat Mike die beste. absolut, Nummer Da bin eins. ich definitiv dabei. Also der hat das krasseste oder krankeste Lattalienverhältnis von allen Classic-Physik-Athleten. Er hat auch eine absolut sensationelle Präsentation. Sein Manko ist halt in Form zu kommen. Das war immer sein Problem. Und damit steht und fällt seine Platzierung. Ja, es ist halt bedingt durch seine Krankheit. Er kann halt nicht die Sachen nehmen, die notwendig sind, um super abgezogen zu sein. Aber er versucht dieses Jahr mal was anderes. Also schauen wir mal, Bin ne? mal gespannt. Ja, ich auch, ich auch, ich Also auch. Urs hat es halt in der Hinsicht schon bewiesen, eigentlich jedes Mal, wenn Urs auf einen Wettkampf kommt. Natürlich, man ist nicht vielleicht immer bei 100%, aber Urs hat immer hier eine Form, die er ist abgezogen. Er ist jedes Mal hart, richtig hart. Vielleicht mal bei dem einen Wettkampf ist er ein Tick voller, beim anderen ein bisschen flacher, aber der ist jedes Mal in Form. Ja, das Und stimmt. Also Urs ist zumindest so 98, 97% immer in immer Form. in War auch Form. schade auf der Arnold Classic, dass er seine Bestform nicht bringen konnte. Ja, Aber die hat genau, er das dann waren eine so Woche das, was ich später gesagt habe. gebracht. Das waren diese 98%, haben 2% gefehlt, eine Woche drauf. In Kuwait hat er die War 100% wieder gehabt.
Genau. und wurde sofort auch mit dem Sieg belohnt. Und auf der Olympia beispielsweise hat er auch diese 100% gehabt letztes Jahr und Ja. war gleich Vierter. Also Absolut. hätte einer hier gesagt, dass ein Urs bei seiner ersten Olympia gleich einen vierten Platz macht, glaube ich, hätte jeder ihm den Vogel gezeigt. Ja, genau. Und dann hat er so abgeräumt. Also das war schon gut. Genau. So, also, wir sind alle mal super gespannt auf unseren deutschen Alexander Westermeier, wie er sich denn so schlägt auf der Mr. Olympia. Also meine Daumen sind auf jeden Fall gedrückt. Vor allen Dingen wünsche ich, dass du ganz schnell mit deiner Verletzung klarkommst, ne? Aber wie gesagt, ist ja ein positives Ding für dich. Das heißt, du wirst wahrscheinlich den Olympia gewinnen. Ich So, rede mir immer schön. also. Das Glas ist immer halb voll, nicht halb leer. Alles klar. Alex, hör mal, ich danke dir für das nette Gespräch. So, ich hoffe, dass jetzt mehr Leute dich kennenlernen werden. Vor allen Dingen die mehr positiveren Leute und nicht die, du weißt schon wer, ne? Und ja, ich wünsche dir alles Gute für deine Vorbereitung. 100% werde ich natürlich auch weiter verfolgen. Ich bin ganz ehrlich, vorher habe ich das nicht so getan, aber jetzt bleibe ich am Ball. Ich hoffe, du bringst auch mal was in den Social Media raus, damit ich mir auch mal was angucken kann, ne? Also, Okay. da kann ich auch dazu sagen, das ist auch eine Sache, die sich jetzt hier für mich sehr zum Positiven geändert hat, jetzt durch Pittsburgh. Ich habe zuvor Vollzeit gearbeitet und den Sport nebenher gemacht Ah, und okay. musste hier ja, 40 Stunden am Tag arbeiten, um hier mein Geld zu verdienen, um den Sport zu finanzieren. Was ich jetzt nicht mehr mache, da ich jetzt einen. Wann bringst du die Serie, das Online-Ganze? Wann bringst du die Folge online? In 2 Wochen. Ja, dann kann ich es ja jetzt schon sagen. Ich jetzt dann unter Olymp Sport Nutrition unter Vertrag stehe Cool. und die mich hier richtig gut unterstützen auf meinem weiteren Weg, so dass ich jetzt nicht mehr Vollzeit arbeiten muss, sondern nur noch 2 Tage halbtags arbeite Wow. und in dem Moment hier meinen Fokus halt auf den Sport viel mehr legen kann und mehr Erholung habe. Und ich sage, das erste Mal in meinem Leben eigentlich 100% Bodybuilding machen kann. Also jetzt müssten die anderen noch mehr Angst vor dir haben, weil ich weiß, dass Leute, die vorher Vollzeit gearbeitet haben und schon richtig gut waren, die dann aufgehört haben zu arbeiten und sich nur noch dem Sport gewidmet haben, noch mal einen Riesensprung gemacht haben. Ja, dann hoffentlich hast du recht und das stimmt bei mir auch. Ja, nein, wirklich, das ist immer so passiert. Also, wow, da kann jetzt noch einiges kommen von unserem lieben Alexander. Da bin ich doch jetzt mal sehr, sehr gespannt, ne? Alles Dankeschön. klar, Alex. Also, ich danke dir für das nette Gespräch. Ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast, Ach, heute in hat mir meinen echt Spaß gemacht. Freut mich. Podcast zu kommen. Danke, danke. Und wie gesagt, wünsche dir alles Gute, ne? Halt die Verletzung so lange fest, wie du kannst, weil du weißt, das sind die guten Vorzeichen. Nein, natürlich nicht. Mach, dass du die Verletzung so schnell wie möglich hinter dich bringst und dann Vollgas für den Mr. Olympia. Wie gesagt, ich wünsche dir das Beste, okay? Alles klar. Dankeschön. Ben, mach's gut und bis bald, ey. Bis bald, Alex. Ciao. Ciao. Ciao.